Sind Headhunter-Kosten, die der Arbeitgeber vorfinanziert hat, vom Arbeitnehmer etwaig zurückzugewähren? Ja, der Fall war wie folgt. Ein Arbeitgeber braucht, wo nicht, ist das dringlich Personal und er hat die Zeit dafür nicht alleine. Er schaltet eine Vermittlungsagentur ein, die macht das auch, möchte aber danach auch ein paar tausend Euro Vermittlungsgebühr haben, hat der Arbeitgeber gezahlt, aber er hat mit dem Arbeitnehmer, den er dann gefunden hat, im Vertrag vereinbart, aber wenn du mir zu früh hier wieder abhaust, zahlst du mir anteilig da wieder was zurück. Und er ist früher gegangen, als diese Zeiten vereinbart wurden. Und da hat es der Arbeitgeber einfach einbehalten. Und die Frage ist, geht das jetzt oder geht das nicht? Ja. Grundsätzlich eine spannende Frage. Ist übrigens AGB-Recht. Und wenn ihr das in einem Webinar oder einem Seminar lernen wollt, dann lernt ihr das in Arbeitsrecht Teil 1. Ja. Und was würden wir in dem Webinar oder Seminar sagen? Ja, da hat der Arbeitgeber mal wieder Pech gehabt. Ja. Ja, das Ganze ist entschieden worden in Lübeck, beim Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein und dann letzten Endes beim Bundesarbeitsgericht, 20.06.2023. Mhm. Und der Arbeitgeber konnte das nicht zurückverlangen. Aber warum? Obwohl, ja, das Schöne ist, also der Arbeitgeber hat eine schöne Argumentation eigentlich gehabt. Er hat gesagt, naja, der Arbeitnehmer hat in seinen 28 Jahren, die er im Berufsleben steht, schon 21 Arbeitgeber vor ihm gehabt. Also er war der 22. Ja. Das heißt, so im Schnitt hat er ungefähr ein Jahr wo gearbeitet. Und deswegen wollte er gerne sicherstellen, dass er seine Provisionskosten nicht umsonst gezahlt hat. Okay. Und hat wohl in diese Vereinbarung reingeschrieben, dass also er mindestens 2 Jahre bei ihm bleiben muss. Ansonsten müsste er diese Provisionskosten zurückzahlen. Und was ist passiert? Er ist 1 Jahr geblieben, so also wie bei den Arbeitgebern offensichtlich auch. Die man hätte einschätzen können. Und, der Arbeitgeber hat dann bei der letzten Abrechnung einen Teil davon einbehalten. Ja. Und als der Arbeitnehmer dann dagegen geklagt hat, hat der Arbeitgeber per Wiederklage dann noch die restliche Provision einverlangt. Und jetzt fragt man sich natürlich auch als Betriebsrat, okay, AGB-Recht habe ich schon mal gehört, ich weiß, man darf schon einiges vereinbaren und wenn ich dann auch unterschreibe, gilt es auch für mich, außer es ist unangemessen, was da drin steht, dann muss ich es nicht machen. Und jetzt sagt ja hier das Bundesarbeitsgericht, nee, diese Klausel kannst du knicken, ist unangemessen. Da fragt man sich, warum? Und da hat das Bundesarbeitsgericht hochgegriffen, aber das ist ja auch ein Grund, den man immer beachten muss. Artikel 12 Grundgesetz, Berufsfreiheit. Da sagte das BAG, also so eine Klausel würde aber den Arbeitnehmer an seiner Berufsfreiheit auch Jobs wieder zu wechseln, auch wenn es das 22. Mal ist, ist ja das Problem, ob mich noch ein dritter oder 30. Arbeitgeber dann noch jemals nimmt. Aber wenn ich das, sage ich mal, nicht in Anspruch nehmen kann oder nur mit der Konsequenz, ich zahle Kosten zurück, die der Arbeitgeber investiert hat, um mich zu bekommen, dann nehme ich davon vielleicht nicht Gebrauch und diese Einschränkung ist zu heftig, unangemessen und damit nicht wirksam. Genau, deswegen eine unwirksame Klausel durfte der Arbeitgeber so nicht machen. Mhm. Das Bundesarbeitsgericht sagt, naja, ist auch so, sowieso Kosten. Ne? Ja, also die Kosten hast du ja sowieso gehabt, lieber Arbeitgeber. Auch wenn du nach 3 Jahren gehst, 4 Jahren. Insofern ist das möglicherweise für den Arbeitgeber bedauerlich. Mhm. Ja. Ja, gut, aber er muss sich das gegen sich verwenden lassen. Ja. Und muss im Zweifel dafür Sorge tragen, dass die Leute aus anderen Gründen gerne bei ihm bleiben, indessen, dass er ein gutes Betriebsklima hat, einen tollen Betriebsrat hat, der viel Unterstützung gibt, viele Incentives etc. Vielleicht hilft das eher, dass die Leute länger bleiben. Also insofern, das muss man einem Arbeitgeber dann auch entgegenhalten. Gut. Ja, also insofern, insgesamt übrigens, diese Rückzahlungsklauseln haben wir nicht nur bei solchen Provisionen, sondern auch manchmal bei Fortbildungen. Mhm. Also insofern, auch da sagt das Bundesarbeitsgericht im überwiegenden Teil, dass diese Rückzahlungsklauseln unwirksam sind, vor allen Dingen, weil sie eine zu lange Bindungsdauer haben. Ich sehe oft immer 2 Jahre pauschal. Ja. Du kriegst eine Fortbildung als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und immer dann 2 Jahre Bindung. Genau. Kannst du eigentlich knicken. Deswegen. Aber mehr dazu, Arbeitsrecht 1. Ihr wisst Bescheid. Ja, genau. Da würde ich sagen, wir knicken es dann jetzt hier auch, oder? Genau. Wir zahlen jetzt nichts zurück oder so. Nö, und im Zweifel, wenn ihr ein Webinar bei uns bucht, seht ihr uns zwei. Eventuell. Oder jemanden anderen. Eventuell. Eventuell. Also, bis wenn ihr Glück habt, jemand anderen. Und ich wünsche viel Spaß noch. Ja, ja. Und einen schönen Nachmittag. Macht's gut. Tschüss. Servus.